wenn nicht du und ich? Und wenn du mich jetzt verstehen willst, dann verstehst du mich. Friedensfusion ist, ja, wir wollen die Leute fusionieren und zusammenführen, was ja eine Fusion letztendlich ist. Hauptsächlich die Leute, die wir bisher noch nicht erreicht haben, wollen wir erreichen. Das ist unser Problem. All die Schäfchen, die da drüben gerade schon wieder shoppen gehen, die versuchen wir zu erreichen. Und die erreichst du eben meistens nur durch Provokation, durch plakative Aktionen, durch Laute, also durch Lautstärke. Ja, es ist halt der Versuch, das Ganze auf eine provokantere und robustere Art und Weise den ganzen Protest zu heben. Weil allein sich irgendwo auf den Platz zu stellen und Frontalunterricht zu machen, bringt es halt nicht. Leute müssen Hingucker kriegen, anders sind sie nicht mal zu machen. Mit den Medien sind die so überfrachtet an Informationen, an Bildern, an Lichtreflexen. Die funktionieren so, die Menschen, das geht nicht anders. Für Schritt ins Paradies. Der lange Weg, der vor uns liegt. Wir sind eigentlich wahnsinnig, wir können doch nicht einfach so weitermachen, dass in unserem Namen Blut vergossen wird, weil wir müssen uns doch Gedanken machen, dass eines Tages die Leute, deren Töchter, Mütter und Väter wir umgebracht haben, damit wir bei Kick und Co. billig einkaufen können, irgendwann zu uns zurückkommen, auf uns zukommen werden und sagen können, warum habt ihr unser Blut vergossen, um eure Bäuche zu füllen? Deswegen ist es wichtig, dass wir uns bewusst werden, auf welche Weise wir konsumieren und dass es eben nicht egal ist, was wir in dieser Hinsicht tun. Dass es entscheidend ist, was wir tun und dass wir darüber sogar Macht haben. Das heißt, wir können uns nicht entschuldigen, dass wir keine Macht haben. Was willst du denn tun? Nein, du fällst Kaufentscheidungen und mit diesen Kaufentscheidungen bist du entweder dabei, Blut zu vergießen und das Blut klebt an deinen Händen oder du machst so gut du kannst alles, was in deiner Macht steht. Das heißt, du fragst dich mal, was kann ich tun und nicht erzählst mir nicht ständig, was du nicht tun kannst. Findest du meine Worte hart? Dann horch mal in dich rein. Was in der letzten Zeit brachte dich denn noch zum Weinen? Hast du damals nur eine Träne vergossen, als sie in Gazastrand die Kinder erschossen? Hast du geweint, als die Menschen verbrannten, in Odessa gehetzt von den faschistischen Banden? Wo Blackwaters waren, willst du oder paktieren? Was wollen sie gegen Putin? Sind dir leider kein interessiert? Bist du nur dann irritiert? Kommst direkt aus unserer Lügenfresse? Ach ja, das darf man ja nicht sagen, hätte ich fast vergessen. Weshalb gibt's von der Antifa keine Beschwerden, wenn im ZDF die Schergen der SS zu Helden werden? Der beschwert sich in Frankreich, wenn man mit zweierlei Maß misst und dort Kabarettisten für einen Witz verhaftet. Fakt ist, dass der französische Faschistenstaat uns in nichts nachsteht, geeint durchs Brüsseler Diktat. Schön ist hässlich und hässlich ist schön. Krieg ist Frieden und Frieden ist Krieg, weil die Hexen rückwärts diese Welt übernehmen. Den neuen Faschismus nennt sie Demokratie. Der böse Geist, der die Mächtigen lernt, es ist wieder an der Zeit, auf die Straße zu ziehen. Ist allgegenwärtig, doch für niemand zu sehen. Steh auf, sei blau! Also pass mal auf, das mit der Friedensfusion war eigentlich mehr so ein Traum, weißt du, wir haben gedacht, alle kommen zusammen und treffen sich, ne? Der Lars kommt, von mir sogar noch der Jürgen Elsässer kommt, der Pedram kommt, der Prinz Chaos, ne? Und vielleicht noch Kenny, aber Kenny ist im Urlaub mit seiner Familie in Griechenland und dann habe ich gedacht, sie treffen sich alle und dann kommt Katrin und dann trinken wir so Tee und so und dann machen wir so ein gechilltes Video und dann sehen die Leute, vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man so ein bisschen runterkommt und so. Und dann haben wir diese Musik gemacht, damit die Leute sagen so, hey, voll coole Musik und gratis Snacks. Und die Friedensfusion ist nur so im Kopf, damit man so ein bisschen entspannter wird, weißt du?
weil dieser ganze Stress, wer was wie und du postest es. Ich gebe zu, wir sind alle cool, okay, aber immer wieder gibt es dann so welche, die, oh, und dann hängen sie 8 Stunden vor Facebook. Die waren alle bei mir zu Hause. Ich bringe ihnen ein Bier nach dem anderen, verstehst du? Die haben, saufen mir die Bude leer, dann hängen sie 10 Stunden vor Facebook und dann denken sie, ich muss mal irgendwas posten oder so. Ich habe gesagt so, also ich mische mich nicht ein, ich bin der Leiter, ich bin der Anmelder, okay? Also ich bin für alles verantwortlich und so. Und dann denken die, sie müssen irgendwie noch was posten, so einen Tag, bevor es losgeht oder man muss hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und so. Und unser gechilltes Format ist glatt abhanden gekommen, weißt du? Wir wollten es eigentlich ganz gechillt machen, so voll entspannt, ne? Jeder kann kommen und so. Dann irgendwie Viktor Seibel und so. Ich kenne Viktor persönlich und ich habe mir gedacht, genau, der hätte noch gefehlt, der Viktor. Ne? So ein bisschen Aluminium im Kopf und so, aber er ist cool. Ich habe mir gedacht so, hey Viktor, komm mal runter, trink einen Tee und so. Deine Reden sind cool, aber lass immer den ersten und den zweiten Teil weg und so. Und es wäre schon gegangen. Weil er, Viktor macht ja, ich habe witzigerweise gesagt, Viktor macht ja eigentlich das, was Friedensfusion will, ne? Dass so praktisch alle irgendwie so, aber er tanzt auf allen Hochzeiten und das ist cool, was Viktor probiert. Das Problem ist nur, Viktor tanzt nicht auf allen Hochzeiten, weil er einfach mal so will, dass alle heiraten, sondern Viktor tanzt auf allen Hochzeiten, weil er ist halt auf einem krassen Trip zurzeit, ne? Und das hätten wir dann so mit ihm geklärt und so. Und ich bin mir sicher, er hätte es kapiert und so langsam kapiert das auch. Aber das Problem ist, immer wenn ich so mit ihm geredet habe, hat er so gesagt so, Mensch, ey, ich lass mich hier nicht verbiegen, ich mache, was ich will, halt doch die Klappe, ihr habt doch keine Ahnung und so. Aber es ist kein Problem, wir sind es voll entspannt. Es gibt Typen wie Viktor und mit 28 war ich auch so wie Viktor. Was hat er gesagt, könnte mein Sohn sein oder so? Ja, Viktor, du könntest mein Sohn sein. Es war, ich bin sehr alt, wirklich. Und darum geht's so, einfach dieses Entspannte, ne? Weil dieses Facebook rumgetrolle, das ist alles nur Quatsch. Und viele ärgert das auch. Ich habe festgestellt, immer wenn ich so sage, hey, alle sind cool, ne? Jeder macht sein komplementäres Ding. Jeder beackert seinen eigenen Acker. Weißt du, ich habe es probiert, den Gida-Acker, den Bär-Gida-Acker zu beackern, aber die stehen nicht auf mich. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich muss netter werden oder so. Und nicht jeder kann jeden Acker beackern, versteht ihr? Und das ist einfach so, das Land ist groß, die Menschen sind unterschiedlich, aber wir wollen alle nur den Frieden, ja? Wir wollen, dass diese ganze Scheiße mit dem Finanzsystem geklärt wird, dass die EU mit ihren verrückten Kommissaren, da war einer, der hat das verglichen mit der Sowjetunion, hat er recht, ja? Und natürlich ist das eine politische Veranstaltung, es geht hier um den Frieden, um den inneren Frieden im Kopf, da geht's los, ne? Wir sind alle nicht super schlau, wir haben alle nicht irgendwie die Weisheit mit Löffeln gegessen, außer ich vielleicht, ja? Aber wir müssen echt ein bisschen lockerer werden, alle, verstehst du? Und das mit dem Posten, es tut mir echt voll leid, aber du kannst nicht so Kindergarten, so 18-, 19-Jährige, ich poste mal und so, ist cool, wir sind nicht sauer und so, aber sie sehen ja, was dabei rauskommt und so, alle sind so angespannt und so, du magst mich nicht und so, verstehst du? Das stimmt gar nicht, ich mag sie echt alle und die können alle zu mir nach Hause und so, darum geht's. Und das ist jetzt so der erste Versuch und dann schauen wir mal so, wer noch Aluminium im Kopf hat und wer gechillt ist und das zeigt sich jetzt und das sind so, das entwickelt sich, ne, erste, zweite und das Team und so und dann sieht man so, wer so einen an der Waffel hat und wer cool ist und ja, man muss das auch mal testen. Da waren Typen, da habe ich immer gedacht, der hat einen an der Waffel, aber der war dann voll cool. Man muss es testen, verstehst du? Man muss Menschen eine Chance geben und schauen, wie sich die Dinge entwickeln und ich denke, es läuft ganz gut, ja. Das wollte ich dir sagen, dafür ist die verdammte Friedensfusion da. Danke. Sehr gerne. Me gusta el sol y me gusta el bass. Me gusta gozarlo every day. Digo yo chilling. En Sudamérica con toda mi familia. I got me sick. Me gusta el sol y me gusta el bass. Me gusta gozarlo every day. Digo yo chilling. Aquí en Munich con toda la familia. Munich. Hey, hey. Pura sabrosura, la chicha en combinación con el danzo. Hagan bulla, hagan bulla, bulla, bulla. Wiki da da, wiki da da. Qué rica chicha, cuñao. Me gusta cumbia, me gusta gozarla, me gusta el chilling, pues me da buena karma. Me tranquiliza y me gusta inspirarme, no voy al trabajo si no hago mi arte. Soy mi show de Guatemala, California, me quedo en medallo, tengo buena onda. Y si no entiendes lo que yo voy diciendo, acércate que voy a enriquecer tu viento. Oh, 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 oh,
Panama design, Panama zone, zigzag, Panama dose, Panama do, Panama zone, delicious. Con ya llegó, el guacamole que empezó, ya llegó. Pa' comentar, eso te lo dijo, ya llegó. Con caramelo, mira, tan rico, ya empezó. Para que me une este canto. Me gusta el sol y me gusta el bass. Me gusta gozarlo every day. Digo yo chillin' en Sudamérica con toda mi familia. I can't say. Me gusta el sol y me gusta el bass. Me gusta gozarlo every day. Digo yo chillin' en Sudamérica con toda mi fa. Everybody say, oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Sí, oh yeah, 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 yeah. Name der Demokratie, Europa, steht auf, erhebt euch! Hurra! Ja, und Carsten ist ja wieder hier mein guter Kollege. Ja, der brüllt wie ein Wahnsinniger. Die Friedensfusion und diese Veranstaltung sind mir sehr, sehr wichtig. Jeder von euch einzelnen Menschen, der heute hier seinen Nachmittag dafür opfert, bei uns zu sein, der morgen seinen Tag dafür verrotzt, auch hier zu sein. Und was viel Besseres macht, wie nur vorm Fernseher zu sitzen, wobei ich weiß, ihr sitzt alle nicht vorm Fernsehen. Irgendwo hier steht mein Freund Peter Heisenko rum. Ja? Man schaut auf seine Website underweltonline.de. Müsste richtig sein. Ja? Peter Heisenko hat die Verschwörung um die MH17 in der Fort Flag-Ukraine aufgedeckt. Ja? Er hat geschrieben, was wirklich passiert ist. Hört ihr mich? Wir hören dich. Was? Ja, hallo. Aha, das ist eine neue Modedesignerin. Es wird in allen Bewegungen immer Leute geben, einzelne Leute, die versuchen werden, die Bewegungen zu spalten. Ja? Gegen sowas muss man sich abschirmen. Ja? Man muss sagen, hey, wenn es Probleme gibt auf der Veranstaltung und irgendjemand rum, da läuft meine Veranstaltung Ariane vorbei. Applaus für die Ariane und den Hendra, bitte. Oh! Hendra, das arrogante Arschloch, applaudiert für sich selber die Leute. Ja? Mensch, das Ding ist wirklich wahr. Es wird immer Spalte geben in solchen Bewegungen. Wir haben es in Berlin erlebt, bei den Friedensmahnwachen, auf einmal gab es drei. Ja? Wir erleben es überall und deswegen müssen wir Schluss machen damit. Wir müssen sofort Spalter, müssen isoliert werden. Und bitte, eins muss ich auch sagen, die Kommandospezialkräfte des KSK, der Bundeswehr, Special Forces, die müssen abgeschafft werden. Ja? Das KSK ist eine Eliteeinheit, die abhanden von Grundgesetzen und Soldatengesetzen organisiert, operiert. Wir müssen Schluss machen damit. Ja? Punkt. Freunde, ich wünsche jedem von euch alles Gute, einen guten Rutsch ins neue Jahr, kann man nicht sagen. Aber einen guten Anfang für eine friedliche Welt, mit der wir endlich anfangen müssen. Das ist mega, mega, mega wichtig. Und Thomas grüßt sich auch noch extra von Eingeschenkt TV, der ja schon wieder eine Flasche im Mund hat und seine Freundin klopft ihm auf seine Bierwampe. Wundervoll! München, danke und raus! Flüchtlinge, die jetzt noch, alle Flüchtlinge, die in dieser Woche nach Deutschland gekommen sind und wir mögen es alle aufnehmen, nehmt es daheim auf und sagt sie Leute, wir haben viel genug Platz und viel genug Kapazitäten und so viel Wohlstand, wir können von dem was teilen, wir wollen unsere Sachen, wollen wir billige T-Shirt aus China kaufen, Globalisierung, ja, da ist willkommen, aber wenn dann die Leute umkommen, dann wollen wir es nicht haben, gell? Die Leute sagen, oh Gott, die ganzen Ausländer, was tun wir, die nehmen uns unseren ganzen Luxus und einen ganzen Wohlstand. Vielleicht soll ja mal so eine syrische Fassbombe am Marienplatz um explodieren, damit die Leute sehen, was dann passieren wird, wenn es ihnen wirklich schlecht geht. Weil uns geht es allweil noch gut und wir können unseren Wohlstand auch mit denen teilen, die überhaupt nichts mehr haben. Danke! Eins, zwei, drei, jetzt geht's auf. Ich sag das, was sich sonst keiner traut. Wenn einer für Gerechtigkeit da draus zum Meier freist, dann interessiert es Leute, wie ein Hund auf Straßen ausscheißt. Vogelmeier, eins, zwei, drei, jetzt geht's auf. Ich sag das, was sich sonst keiner traut. Hört's mir gut zu, ich hab noch viel zum Song, bevor er die über die Sing mich von der Bühne oberschlung. So lang auf der Welt noch Waffen verkauft werden, so lang in einem Krieg noch Unschuldige sterben, so lang irgendwo noch Bomben explodieren, so lang die Mächtigen, die der Welt noch
verlieren. So lange in wo noch Kinder verhungern. Ja, liebe Leute, da muss ich euch ehrlich sagen. Der Pfeife auf den Papst und die an mir am Rumstören. Der Scheiße auf den Merkel und die Leute, die uns regieren. Vogelmeier, wenn's zu weit geht, geht's auf. Ich sag das, was sich sonst keiner traut. Ihr Mächtigen da oben, mir geht's mir so sehr auf die Eier. Und genau deswegen singt der Vogelmeier. Vogelmeier, wenn's zu weit geht's auf. Ich sag das, was sich sonst keiner traut. Der erste Tanz ist schon wunderbar. Und so schön noch dazu. Vogelmeier, 1, 2, 3, jetzt geht's auf. Holt euch lieber geworden zu, weil jetzt springen auf. Auf die Gesellschaft, die verlauten. Jetzt muss ich einen Platz spielen, gell? Ist das gewollt? Und komm ich einfach zu euch rüber, gell? Vogelmeier, 1, 2, 3, jetzt geht's auf. Holt euch lieber geworden zu, weil jetzt springen auf. Auf die Gesellschaft, die vor lauter Heuchlerei zum Himmel aufgestinkt, wer bei uns im Stall die sei. Wenn in der U-Bahn 2 an der Schlung, muss man da nur noch die Ursachen fragen. Oder sorgt es einfach nur gerade, dass unsere Gesellschaft keine Werte mehr hat. Denn bei uns herrscht eine Mentalität. Leg mir doch bis am Arsch, was rausgeht. Lass dich selber schauen, eigene Wege gehen und ab und zu ein bisschen blöd daherhin. Kümmert euch um die Leute, um euch rundum. Das kümmert euch kein Haar und macht euch nicht dumm. Das kostet euch keinen Cent, ja tut euch nicht weh. Probiert es, vielleicht findet es ihr sogar schön. Vogelmeier, von Zeit geht auf. Ich sag das, was sich sonst keiner traut. Die Menschen dieser Welt, sie wollen in Frieden leben. In Israel, in Moskau, in Minger und Borg stehen. Vogelmeier, von Zeit geht auf. Ich sag das, was sich sonst keiner traut. Die Kantenstunden singen und ihnen wird sie nichts, deswegen lasse ich selbst bleiben. Ja, ich bin hier der Alex aus München. Also ich bin hier auf der Friedensfusion, weil man sieht es ja, aktuell sind ja die meisten Länder im Krieg, ja. Also egal ob Ukraine, Syrien oder wo auch immer, ja. Und ich wollte hier ein Statement abgeben, damit man hier mal auf dem Frieden ist, ja. Und mal Flagge bekennt, weil die meisten Leute trauen sich nicht, für den Frieden auf der Straße zu stehen oder auch gegen TTIP oder auch gegen Sachen, die wirklich absolut eine Schweinerei sind. Mein Lehrer, mein Wirtschaftslehrer hat TTIP als Schweinerei bezeichnet und das ist es absolut, ja. Aber natürlich ist niemand aus meinem Wirtschaftskurs hier. Der Lehrer hat eine Entschuldigung, also ist er befreit. Bist du noch eventuell anderweitig politisch engagiert oder was machst du außerhalb dieser Demonstration noch Dinge? Also ich habe einen Blog, der heißt lintention.com, also Lintention, und dort schreibe ich halt, also in letzter Zeit habe ich da nicht mehr so viel geschrieben, aber normalerweise schreibe ich dort Brieflein, also so an Merkel oder an irgendwelche anderen Politiker wie Putin oder Obama, ich glaube Obama glaube ich nicht, aber ich habe an Putin beispielsweise mal einen Brief geschrieben, ja, wo ich ihn kritisiert habe, weil er aufrüstet mit dem Atomzeugs da, und da habe ich aber auch Obama angeschrieben zur gleichen Zeit, weil Obama liest ja alles, oder die NSA liest ja alles mit. Ne? Bekommt man da Antwort oder? Also es ist sehr interessant, viele Leute lesen den Blog, also im ersten Monat haben den 2000 Leute oder so schon gelesen. Also schon eine gewisse Reichweite, kann man sagen. Ja, also ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist schon sehr interessant. Mit an einem Stand, hier sind viele Stände aufgebaut, an einem Stand gesehen. Was konkret wird denn da gemacht an diesen Ständen? Warum sind die hier? Also hier direkt daneben, da ist ein Stadt TTIP-Stand, wo man Unterschriften sammeln kann und Flyer vom Umweltinstitut München. Dann ist dort was vom Schiller-Institut.
dann ist dort so ein Kunststand, dann ist dort so ein Stand, wo es Informationen gibt von der Free 21 oder von anderen alternativen Medien, die sehr seriös sind. Und dann da hinten ist dann auch noch so ein Stand, wo man halt für die Friedensfusion spenden kann, also und auch so T-Shirts kaufen kann oder Buttons. Oder ich war an einem Stand, wo Neue Deutsche Hölle so T-Shirts oder CDs verkauft wurden. Es ist halt eben auch so eine Themenveranstaltung, ja, und nicht irgendwie, ja, wir sind irgendwie diese Friedensbewegung oder die neue Friedensbewegung oder die alte Friedensbewegung. Wir sind einfach die Friedensbewegung. Wir sind für den Frieden, wir sind die Friedensfusion und das ist, glaube ich, die Message von der Friedensfusion. Ich hatte mich seit Anfang des Jahres 2014 begonnen, intensiver mit dem zu beschäftigen, was passiert in der Ukraine. Und ich stellte zunehmend fest, dass die Berichterstattung sehr widersprüchlich war. Im Prinzip fand dieser Krieg in seinen Ausmaßen in den westlichen Medien, auch in den deutschen Medien, de facto nicht statt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt waren in Donetsk mehr als 400 Journalisten akkreditiert. In Wirklichkeit waren sie aber nicht da. Das heißt, die Berichterstattung erfolgte für die Massenmedien vielfach aus Kharkov oder Kiew und bestand im Wesentlichen aus der Wiedergabe von Berichten, die das Ukraine Crisis Media Center verfasst hatte. Und das, was dort im Donbass passiert ist, hat natürlich begonnen mit dem Maidan. Meine Frauen, also ich bekam mit, dass sich jeden Samstag und Sonntag viele Menschen auf dem Platz vor dem Parlament versammelten. Das ist der Maidan oder der Unabhängigkeitsplatz, wie er offiziell genannt wird. Also wirklich sehr viele Leute versammelten sich dort und skandierten ihre Forderungen in Richtung der Regierungsvertreter. Ich dachte mir, okay, da kommen die Leute zusammen, protestieren und danach gehen sie wieder nach Hause zurück in ihren normalen Arbeitsalltag. Okay, also noch einmal dann, dachte ich mir, wieso sollte man sich Sorgen machen? Das Wort zum Sonntag scheiße und das Wort zum Montag mach mal blau. Wir müssen hier raus, das ist die Hölle. Wir leben im Zuchthaus. Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir sind 2 von Millionen, wir sind nicht allein. Tut sich nicht ändern. Dabei weiß er ganz genau, was läuft. Doch er glaubt, er vergisst die ganze Scheiße. Wenn er abends in der Kneipe hängt und säuft, er sagt, der schönste Platz ist immer an der Theke. Da hat er recht, zu Hause ist kaum noch Platz für 3. Warum bin ich auch den ganzen Tag auf Arbeit? Man kann sagen, ich bin so frei. Wir werden es schaffen. Was kann uns hindern? Keine Waffen, denn wir es wollen, wir werden es schaffen. Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir sind 2 von Millionen, wir sind nicht allein. Wir sind geboren, um frei zu sein. Wir sind 80 Millionen. Wir sind nicht allein, wir sind geboren.